Heute besprechen wir im vermutlichst unprofessionellsten Setup auf YouTube ever, wie du dauerhaft durchziehst für sehr gute Noten in der Oberstufe. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ihr seht schon, nicht nur schäbiger Hintergrund, sondern jetzt auch von der Beleuchtung immer schlechter. Aber ich bin gerade einfach richtig krass am Durchziehen, hier ein Video nach dem anderen für euch rauszuhauen, damit ihr das einfach täglich bekommt, trotz der ganzen anderen Projekte wie Mentorship Programme, Reisen, Abitur, den Bootcamp kommt ja bald und so weiter. Deswegen, in dem Sinne, ne, verzeiht das Ganze, aber wir starten jetzt rein, weil das Video wird richtig, richtig sick. Erstens, Systeme größer gleich Willenskraft. Allein über diesen einen Tipp, der Tipp alleine, der könnte ein ganzes Video füllen und ist ein absoluter Gamechanger. Ein absoluter Gamechanger. Weil so oft versuchen wir einfach nur mehr motiviert zu sein, willensstärker zu sein, mehr durchzuziehen und jetzt aber wirklich. Und dann klappt es kurz und dann aber halt eben doch wieder nicht. Warum? Weil es anstrengend ist. Willenskraft ist nicht einfach herzauberbar. Deswegen ist der Fokus auf Systeme viel, 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 viel wichtiger. Was wären da für konkrete Beispiele in der Oberstufe? Zum Beispiel deine Materialien, deine Routinen. Deine Routinen. Leute, ich push die Routinen und Gewohnheiten nicht zum Spaß so krass. Das macht einfach alles aus. Weil, wenn du alles immer darauf auslegst, Willenskraft zu haben, dann wird es super schwierig. Es ist super anstrengend, es ist nicht planbar, es ist variabel. Es gibt Tage, da hast du Willenskraft, da hast du mal weniger Willenskraft und so weiter. Deswegen für langfristige High-Performance nicht wirklich empfehlenswert. Wenn du es aber schaffst, Systeme sowohl von physischen Gegenständen als auch in deiner Psyche zu kreieren, dann kannst du es einfach garantieren. Weil du kennst es selbst. Sowas wie Zähneputzen und so weiter, das ist eine Gewohnheit, bam, machst du automatisch. Andere Morgenroutinen, Abendroutinen, die du schon etabliert hast, bam, passiert automatisch. Und das musst du wirklich schaffen, mit so vielen Dingen wie möglich machen. Dass du möglichst wenig drüber nachdenken musst, damit dein Kopf nicht mehr gebraucht wird, weil der hat immer mal wieder Aussätze oder mal keinen Bock, sondern dass alles einfach vom Körper her automatisch passiert und dann bist du einfach auf dem allerbesten Weg zu deinem Traumabiturschnitt. Zweitens, genieße das Durchziehen. Wenn du immer nur durchziehst, um danach was Geiles zu bekommen, dann bist du immer in so einem Belohnungsprinzip, was eigentlich ja nur ausdrückt, dass das Durchziehen kacke und anstrengend ist und dass du danach was Geiles brauchst, was das Ganze dann rechtfertigt. Wenn du aber den Mindshift machst, zu sagen, ey, das Durchziehen alleine ist schon geil. Also wenn du wirklich durchgesagt hast, ey, es bockt richtig krass, meine Hausaufgaben so durchzuziehen, oder richtig geil, dass ich gerade so fokussiert lerne, richtig geil, dass ich in jeder Unterrichtsstunde so gut aufpasse, mich so viel melde, mich so viel beteilige, dann ist das Durchziehen alleine schon der ganze Lohn. Ja, das heißt, die Arbeit an sich macht schon Spaß. Tadeusz Kurum hat es mal sehr, sehr geil gesagt, arbeite für die Arbeit. Arbeite nicht für die Ergebnisse, sondern arbeite für die Arbeit. Ich zum Beispiel mache dieses Video gerade einfach nur, weil ich Bock habe, dieses Video zu machen. Und selbst wenn es anstrengend wäre, ist es gerade schon das 8. Video in Folge. Seht ihr auch mal kurz behind the scenes, wie das hier eigentlich abläuft und wie wir es überhaupt schaffen, so einen krassen hochfrequenztechnischen Output zu haben und gleichzeitig in so einer geilen Qualität. Ich habe hier immer, mache mir mal hier stundenlang davor Gedanken, was ich euch in der nächsten Woche alles mitgeben möchte. Aber das hier ist alles, das ist alles kein Geheimnis. Das ist alles kein Geheimnis. Und auch ich beispielsweise ziehe es gerade richtig durch. Das ist gerade das letzte Video, was ich in dieser Reihe noch mache, in dieser Session gerade. Und mein Mund ist trocken, das Licht geht fast aus und so weiter, aber ich ziehe trotzdem durch. Nicht, weil ich merke, oh geil, dann haben wir das und dann kann ich danach happy sein, dass ich durchgezogen habe oder wir kriegen dann Views oder coole Kommentare und so weiter. Denke ich überhaupt nicht drüber nach, sondern ich habe einfach nur Spaß daran durchzuziehen. Ich muss jetzt schon lachen, weil ich weiß, wie geil ist das denn, dass ich dieses Video heute noch gemacht habe? Wie geil ist das denn? Das ist auch so geil. Und wenn du das hast, einfach auch schon während deiner Lernvorbereitung, während deiner Hausaufgaben, im Unterricht, whatever, dann hast du halt wirklich gewonnen, weil du einfach dauerhaft krass performen wirst. Drittens, verurteile dich nie. Das wird so oft übersehen, ist aber so ein großer Grund, warum Leute nicht durchziehen. Und zwar, es ist vollkommen normal, dass du es mal nicht durchziehst. Auch ich ziehe mal nicht durch. Es ist immer so. Auch egal, auf welchem Level du bist. Auch wenn es vielleicht dann immer seltener passiert, vielleicht nur einmal pro Woche, einmal pro Monat. Egal, wie krass du bist, es wird dir immer mal passieren. Und gerade am Anfang, wenn du die Routine aufbaust, produktiver werden willst, dann ist es natürlich so, dass du es einfach mal nicht machen wirst. Und das ist vollkommen normal. Das Wichtige ist dann nur, dass du dich nicht dafür verurteilst. Weil die meisten Menschen machen durch diese Verurteilung diesen einen Fail, den sie hatten, fünfmal so groß, wie er eigentlich ist. Denk dir deswegen immer, ein schlechter Tag ist erst dann schlecht, wenn du sagst, dass es schlecht war. Weil angenommen, du hast dir vorgenommen, richtig früh aufzustehen, dann bist du richtig spät aufgestanden. Dann ist es grundsätzlich ja schon mal scheiße. Natürlich. Aber wenn du dann den ganzen Tag drüber nachdenkst, oh, hätte ich doch heute früh mal richtig früh aufgestanden, hätte ich so viel mehr Zeit gehabt,
und verschwendest dann die ganze Zeit damit im Prinzip darüber nachzudenken, dass du ja so viel mehr Zeit gehabt hättest. Und würdest du das nicht machen, darüber nachzudenken, dass du ja dann mehr Zeit gehabt hättest, dann hättest du auch wirklich mehr Zeit gehabt. Deswegen, was machst du konkret, wenn du irgendwann mal nicht durchziehst? Nutz, lass es auf jeden Fall zu. Sei nicht zufrieden damit. Lass richtig dieses Gefühl von Unzufriedenheit zu. Weil nur aus diesem Gefühl kann eine Veränderung vorkommen. Und dann sagst du dir, ey, okay, ich habe keinen Bock mehr, dass sowas wieder vorkommt. Und dann nimmst du diese Emotion als Antrieb, um genau in die Gegenaktion zu gehen und sagen, ich bin jetzt wieder richtig am Start. Aber verurteile dich in der Situation nie, weil das wird dich nur hindern. Viertens, lerne schnellstmöglich zu regenerieren. Das ist auch so eine Sache, auf die fast niemand Wert legt. Einfach aus dem Grund, weil natürlich, wenn man darüber nachdenkt, wie kann ich mehr durchziehen, will immer nur jeder darüber sprechen oder sich selbst fragen, okay, wie kann ich denn noch krass durchziehen, wie kann ich noch krass hassen, wie kann ich noch mehr lernen. Natürlich. Aber auch da, egal auf welchem Level du bist, du wirst dein Limit hitten. Du wirst dein Limit hitten. Egal, ob du es bisher nur schaffst, nur 30 Minuten am Tag konzentriert zu lernen oder ob du übelst ein krasser Typ bist und den ganzen Tag für die Schule lernst, bam, bam, bam. Selbst wenn du das übelst krass durchziehst, spätestens nach 5 Tagen wirst du einen Punkt treffen, wo du sagst, fuck, ich brauche jetzt einfach mal eine Pause. Hat doch ich genauso. Vollkommen normal. Deswegen ist die Frage nicht, wie kann ich möglichst krass hustlen? Die Frage ist, wie kann ich möglichst krass hustlen, an mein Limit kommen und dann aber, wenn ich an meinem Limit bin, möglichst schnell wieder refreshen, um wieder das Ganze durchzuziehen. Und da würde ich dir empfehlen, beschäftige dich konkret damit. Da gibt es auch nur für dich personalisierte Antworten, die ich jetzt nicht pauschal geben möchte, aber als allgemeine Idee mal in den Raum geworfen. Spazieren gehen kann mega viel helfen. Einfach tanzen, Spaß haben, Musik hören. Ich persönlich beispielsweise, wenn ich die letzte richtig krasse intensive Vorbereitung auf meine Klausur in meinem Psychologiestudium habe, ich lege mich einfach nur hin und packe mir so eine Decke drüber für 5 Minuten. Refresh dich so krass. Ich meditiere nicht, ich schlafe nicht, ich napp nicht, gar nichts, sondern einfach nur da liegen. Refresh so krass. Aber durch die Powernap kann auch eine richtig gute Methode sein. Deswegen finde da unbedingt Methoden, weil je schneller du refreshst, desto mehr kannst du wieder machen und so performst du dauerhaft halt auch wirklich, 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 wirklich konstant. Fünftens, liebe die schwierigsten Momente. Wenn es darum geht, möglichst krass durchzuziehen, scheiterst du eigentlich genau in den Momenten, wo du denkst, fuck, ich pack's jetzt nicht mehr. Ich kann es jetzt nicht noch lernen. Ich kann jetzt nicht noch zum Sport gehen. Ich kann jetzt nicht den 8. Tag in Folge schon wieder um 5.30 Uhr aufstehen. Aber genau diese Momente musst du lieben lernen. Wenn ich darüber nachdenke, über meinen 3 Jahre Persönlichkeitsentwicklungs-Journey jetzt mittlerweile, fuck, Alter, fuck, hab ich krasse Momente gehabt. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Wenn ich nur darüber nachdenke, wie ich da immer wieder jeden Abend meine halbe Stunde Meditation noch durchziehen wollte, obwohl ich am Morgen schon eine halbe Stunde meditiert habe. Ich habe mir gesagt, nein, es ist mir so wichtig, Meditation ist so ein Gamechanger. Und ich sitze da und habe schon so viel den ganzen Tag gelernt und gearbeitet, habe schon so intensiv gerade eben Sport gemacht, dass ich mich eigentlich immer mehr auf diesem Stuhl halten kann und ich knick zusammen, lieg schon so mit einer Backe auf dem Bett, dann irgendwie mit dem ganzen Oberkörper. Ich habe gesagt, nein, du bewegst deinen Arsch von diesem Bett nicht runter. Sorry, ich bin schon dumm im Kopf. Nicht von diesem Stuhl weg, bevor dieser scheiß Wecker nicht klingelt. Und dadurch, dass ich das so krass durchgezogen habe, stehe ich schlussendlich hier, wo ich jetzt da stehe und habe so krasse Routine, habe so eine hohe Disziplin und das musst du einfach langfristig auch sehen. Und dir vor allem in diesen Momenten, wo du wirklich so kurz davor bist, aufzugeben oder eine Pause zu machen, immer wieder dran zu denken, hier werden Champions geboren und alle anderen würden genau jetzt aufgeben. Wenn du zu 1% gehören willst, dann zieh da durch. Es ist so. Es ist so. Es ist noch nicht mal Motivation. Es ist einfach die Wahrheit. Ja, Leute, es ist einfach die Wahrheit. Denkt dran, stellt euch immer als so ein Held in eurer eigenen Geschichte vor. Und genau in diesen Momenten gucken dann alle gucken auf diesen Bildschirm und fragen sich, was wird er oder sie jetzt tun? Wird er sie weitermachen? Wird er durchziehen? Wird sie aufgeben? Und dann denk drüber nach, welche Person willst du sein? In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.